Das Signal kommt aus dem Serverraum. Dieses Zeug ist überall. Sag mir nicht, es gibt ein Leck. Nein, das ist kein Öl. Das ist... Ich hab's im Drohnenbunker gesehen. Eine Art von invasivem Meeresgetier? Blutegel oder so. Nochmal zu den Blutegeln. Es ist Öl, glaub mir. Wenn es auf so tiefes Wasser trifft, schwimmt es in diesen großen Wülsten. Sehr blutegelartig. Tim, was auch immer ich da sehe, das ist kein Öl. Nein! Nein! Geh zurück! Nein! Verpiss dich!
Das kriege ich nicht auf. Verdammt, verschlossen. Sieht aus wie der Serverraum. Oh Gott. Ist das... Tim, ich habe einen vom Team gefunden. Ich bin mir nicht sicher, aber sieht irgendwie tot aus. Mein Gott. Die Tür ist verschlossen. War ja klar. Du musst da rein und rausfinden, was passiert ist. Geh nach oben in den Kontrollraum und schau, ob wir diesen dummen Lockdown nicht beenden können. Mach mir zuerst einen Scan dieser Server. Vielleicht kann ich ein paar Informationen sammeln. C-Suite-Scheißer. Tim. Dies war keine Hilfsmission, sondern eine Such- und Zerstörungsaktion. Was? Das Team. Sie wurden hergeschickt, um die Server zu löschen, die Aufzeichnungen, alles. Sie haben die Evakuierung eingeleitet. Sie haben den Ort geflutet. Wir waren nie in Gefahr. Sie wollten uns nur aus dem Weg räumen, damit sie ihre schmutzige Wäsche waschen können. Ah. Oh, Scheiße. Und jetzt? Mach weiter. Wir müssen wissen, was passiert ist. Erledigt. Abgeschlossen. Mein Gott, mir ist gerade aufgefallen, dass ich diesen Ort vermisse. Das Büro. Kaputter Stuhl, wackeliger Schreibtisch, ständige Feuchtigkeit. Aber jetzt ist es weg. Komisch, wollen wir so hängen. Das kannst du nochmal sagen. Da fühlt sich ein alter Mann einmal wichtig, wenn er Befehle erteilt und zusieht, wie Leute wie du sich wie Figuren auf einem Schachbrett bewegen. Oh, danke.
Heilige Scheiße. Was? Stan, was ist passiert? Stanley! Die sind tot. Das Hilfsteam oder Killerkommando oder was immer die waren. Oh mein Gott. Betrunken. Sie waren eingeschlossen. Diese... Wenn ich herausfinde, dass diese Arschlöcher ihr eigenes Team umgebracht haben. Es waren nicht sie. Es war dieses Zeugs. Diese Dinger. Das ist ziemlich krass. Ich mein's ernst. Überall sind Spuren davon. Was auch immer dieses... Sieht aus wie Mannschaftsräume. Im Notfall erfolgt der Zugang zum Kontrollraum über diesen Bereich. Schalttafel. Damit kommst du in den Serverraum. Erledigt. Die Abriegelung ist aufgehoben. Geh zurück in den Serverraum. Bringen wir es hinter uns. Weg nach drinnen. Alles klar. Okay, sieht so aus, als ob der Prozess, den Sie begonnen haben, immer noch läuft. Dank dieser ganze technische Hokuspokus. So ein Mist. Die Dinge haben alle einen Ausschalter. Schalt sie alle aus. Zieh den Stecker. Einer weniger. Geschafft.
Und fertig. So. Leck mich, ihr Firmenheinis. Oh nein. Tim? Hallo? Irgendjemand da? Ist hier. Ich weiß es. Ich muss sie finden. Lumière. Vielleicht ist sie in der Spielzeugabteilung. Bist es du? Sache, weißt du? Alles war... Alles ist in Ordnung. Ich weiß. Ich bin nur... Was, Schatz? Ich weiß nicht. Ich will nicht, dass du wieder weggehst. Hör zu. Ich gehe nirgendwo hin. Ich werde dich nie wieder verlassen. Komm jetzt. Lass uns hier verschwinden. Und du bleibst dieses Mal bei mir. Okay. Ja, gut. Wo ist
dich? Ach, Schatz. Warum sollte sie sauer auf dich sein? Ich hoffe, du weißt, dass Mami und ich immer für dich da sein werden, mein Schatz. Ich weiß. Gut, das werden wir. Nein, ich kann nicht. Es ist langsam zur Gewohnheit, dich in Luft aufzulösen, Junge. Bist du wieder bei uns? Ich bin raus, Tim. Ich bin fertig. Ich hab's gesehen. Die Datenlöschung hat aufgehört und... Nein. Ich meine, ich bin fertig. Mit dem hier. Mit all dem hier. Okay, Junge, ich, ja, das ist wahrscheinlich das Beste. Ich schicke so schnell wie möglich eine Bergungscrew. Du solltest zurück zum Modul. Nichts wie weg hier. Thank you.
Tim, ich muss dir was erzählen. Na gut. Über Pearl. Sie ist mir hierher gefolgt. In irgendeiner Form. Was soll das heißen? Ich kann's nicht sagen. Ich habe hier unten Dinge gesehen, die nicht möglich sind. Stan, die Kopfschmerzen. Hattest du die nochmal? Was? Nein, mir geht's gut. Bin ich in so einer Art Wachkoma, dass ich geträumt habe, dass mich was töten wollte? Nein, nein, ich glaube dir. Klar, das klingt irre. Wir sprechen weiter, wenn ich oben bin. Aber hier unten ist etwas sehr merkwürdig, Tim. Okay, was auch immer es ist, wir kriegen das hin. Zusammen. Ich habe nie gefragt. Wie geht es Emma? Sie kommt zurecht. Besser als ich. Sie unterrichtet noch? Ja. Sie macht den Kindern das Leben zur Hölle, bevor sie sie besser macht. Sie hat auf jeden Fall Temperament. Nur bei dir, Tim. Nur bei dir. Ich sollte anrufen. Und ihr sagen, dass ich nach Hause komme. Gute Nachrichten. Deine Abholung steht kurz bevor. Sie werden morgen früh an der Station sein. Dort wartet eine Kapsel. Und die Kommunikation steht wieder am Modul. Ich weiß, dass du hergekommen bist, um wegzukommen, aber bei all dem Mist, der passiert ist. Ich weiß, Tim. Ist okay. Ich schätze, das war's. Die letzte Nacht unter Wasser. Ich muss Emma anrufen. Es ist schon zu lange her. Das ist das Letzte. Das Letzte. Egal. Stan, kannst du mich hören? Ich bin hier. Ich habe die Plattform in den Nachrichten gesehen. Sie sagten, es sei der schlimmste Bohrinselunfall seit über einem Jahrzehnt. Allein die Umweltschäden. Und ich kann mir nicht einmal Gedanken darüber machen, weil mein Mann sich weigert, auf die Stimme der Vernunft zu hören. Ich komme zurück. Und das alles, um einen Flug zu verfolgen? Was? Ich bin fertig. Es ist alles erledigt. Ich komme nach Hause. Tim schickt mir ein Boot. Morgen. Ich bin... Das ist... Okay. Okay, gut. Warum bin ich nicht... Warum habe ich das Gefühl, dass es ein Aber gibt?
kann sie nicht so zurücklassen. Ich glaube, sie braucht meine Hilfe. Pearl. Ja. Und was sagt sie dazu? Und ich erwarte ja nicht, dass du das verstehst. Verstehen? Was gibt es zu verstehen, wenn das keinen Sinn macht? Ich bin schwanger. Was? Ich bin schwanger, Stan. Oh mein Gott. Oh, Mann. Wir werden ein... ein Baby haben. Wir werden ein Baby bekommen. Oh, meine Güte, ich kann nicht... Okay, hör zu, ich weiß, ich war nicht besonders... Irgendwie war ich nur... Ich vermisse sie einfach so sehr immer. Jedes Mal, wenn ich meine Augen schließe, sehe ich sie. Ich sehe dich. Ich sehe uns. Und es hört einfach nie auf, weh zu tun. Und du glaubst, für mich war es anders? Ich hatte nicht einen einzigen wahren Moment der Klarheit. Seit 3 Jahren. Aber ich wusste, dass ich nicht zulassen konnte, dass dieser Schmerz mich bestimmt. Sonst würde ich ihm nie hinkommen. Ich liebe dich, aber neu anzufangen, weiterzumachen, das ist schwer, Stan. Ich werde dich bei mir brauchen. Ich werde bei dir sein. Das verspreche ich. Du tust, was immer du tun musst. Aber Gott steh mir bei, wenn du uns verlässt, werde ich dir das nie verzeihen. Ein Baby. Wie soll ich nur... Du wirst dich einkriegen. Ein für alle Mal. Für sie. Ein Baby. Verlockend, aber nein. Okay, letzter Check-in. Dein Abholer kommt morgen bei Sonnenaufgang und... Emma ist schwanger. Was? Ja. Verdammt nochmal. Na dann, Glückwunsch. Wie geht es dir? Wie kommst du damit zurecht? Ich bin immer noch dabei, es zu verarbeiten. Ah, so muss es sein. Es wird perfekt, das sage ich dir. Was ist mit dir? Was passiert jetzt? Das ist ein bisschen komplizierter. Weißt du, vielleicht gehe ich zurück in die Boote. Es gibt immer noch ein paar anständige Crews da draußen. Was die Daten angeht, die Uni Trench löschen wollte, nun, du weißt, wie ungeschickt ich sein kann. Wer weiß, in wessen Briefkasten sie landen. Ich freue mich schon, die Katastrophe aus der Ferne zu beobachten. Wir sprechen uns morgen. Diesmal persönlich. Machen wir, auf jeden Fall. Schlaf gut, Stan. Ruhe. Ruhe.
Warte. Nein. Nein. Warte. Hallo? Zurück. Das bist du, stimmt's? Du willst, dass ich dir folge. Sollte das nicht jemand anderes tun? Was willst du von mir?
Was? Oh nein! Nein! Nicht schon wieder! Ich muss nach Hause! Ich muss gehen! Nach Hause! Pearl, warte. Nein. Nein, lass mich gehen. Oh nein. Nein, nein. Nein. Oh, Scheiße. Scheiße. Scheiße! Okay, komm. Komm jetzt. Denk ans Training. Oh nein. Das ist gar nicht gut. Das ist schlecht. Okay. Ruhig bleiben. Tief. Einatmen. Sauerstoff sparen. Sie ist hinüber. Was zur Hölle soll ich jetzt...
wenn ich es schaffe, hier durchzukommen. Mal sehen, was wir sehen können. Tim und Papa. Das muss aufgenommen worden sein. Tja, Papa, ich sehe dich vielleicht früher wieder, als ich gehofft hatte. Augen geradeaus. Weitergehen.